So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet und am Ende war dann auch wieder der Schocker der Woche. Wir befinden uns immer noch in Woche 2 der Quarantäne. Nein, der YouTube-Sperre natürlich. Letzte Woche habe ich eine Folge aufgenommen. Diese Woche nehme ich eine Folge auf. Darf ich aber immer noch nicht hochladen. 2 Wochen lang. Keine Beiträge posten, keine Livestreams machen, keine Videos hochladen. Aber nächsten Mittwoch kriegt ihr dann nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich 3 Folgen Raid am Mittwoch und 3 Raid Manias, nämlich die 2 vergangenen aufgezeichneten und die aktuelle. Also Mittwoch wird auf jeden Fall fett und ich weiß, es guckt sich gar keiner an, weil ihr gar nicht so viel Zeit habt. Welch ein köstlicher Scherz. Ist aber so. Es ist leider die Wahrheit, deswegen... Lasst uns nicht weiter rumsabbeln, wir kommen zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Fetty Krüger, der ist nämlich Glücksfreund mit mir geworden. Und das ist natürlich ein Account von mir selber auch. Fetty Krüger, Jason Form Keats und Michaels Ayers, das sind 3 Accounts, die ich zu Halloween mal gemacht hatte, als die Hutstarter. Mit Kostümen, also die Starter mit Kostümen, also Hut im Raid waren und shiny sein konnten, dass ich da auf dem Großen keine Pässe ausgeben musste. Das wird auch die Überlegung bei Teil 3 vom Ultra-Bonus oder Hyper-Bonus sein, wenn es in 1er und 3er Raids neue Gala-Shinies gibt, die eben mit den kleinen Accounts zu raiden. Und der Große wird sich um die 5er kümmern, so mache ich das eigentlich immer. Dann habe ich mal wieder einen Linfu aus der GBL bekommen. Wie viele Linfu habt ihr schon bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann von Alex Pablo, das musste ich mir unbedingt mit reinnehmen. Grüße an Pablo. Ich möchte ihn James nennen, das tut mir leid. Dieser Name ist bereits vergeben. Sie können aber auch James420 oder XX-James-XX nennen. Wer kennt das, ne? Wenn ihr euch einen Account macht, wollt ihr euch benennen, so wie ihr heißt und dann plötzlich gibt es nicht. Ihr müsst irgendein Geschmammel da hinschreiben, damit das passt. Dann Jojo endlich hat sein 100% Ditto Best Buddy auf Level 50 gezogen und angelegt. Kommt ja auf 951 WP. Das ist aber sehr schön. Das King Malat. Ramses, vielen Dank für den Community Raid. Aber als wenn ein Wetterboosted Shiny vom Community Raid noch nicht cool genug wäre, kommt noch dazu, dass es wie bei Dialga mein allererster Raid ist. Und direkt das Shiny da ist. Also Dialga und Palkia mögen mich. Da hat Dialga im ersten Raid direkt als Shiny bekommen. Palkia jetzt auch im ersten Raid direkt als Shiny. Und es war auch vom Community Raid, den ich vielleicht am Dienstag schon hochgeladen habe. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, wenn ich Montag frei bin, dass ich den ich gemacht habe, als Palkia in die Raids kam, dann hochgeladen habe. Aber das, ihr werdet eh alle komplett durcheinander sein. Henry Niggi aus der befristeten Forschung, 100er Schuppet, Pet Shop Boy hier, 2er Raid, Graz, Steiermark, 100er Scaraborn, Hannes, ein Raid, ein Shiny, auch im ersten Raid direkt Shiny Palkia bekommen, K-Joker zeigt uns hier ein wildes Sonic mit WP 19, Eric Cartman hier mit einem Shiny Scoppel, Max auch mit einem Shiny Scoppel, Shenaya mit einem Shiny Scaraborn, da werdet ihr auch einige sehen. Eine Sorge weniger beim K-Joker, hier auch mit einem Shiny Palkia, Black Scarwolf gönnt sich 100er Sonnenfell, Hannes, Shiny Scaraborn, Shenaya nach 203 Raids. Das 100%ige Dialga hat ein bisschen gedauert, nicht so lange wie bei mir, aber hat ein bisschen gedauert. Das war bei Palkia ja dann ganz anders. Dazu aber später mehr oder irgendwann. Shenaya ebenfalls hier mit einem Shiny Pikachu, Shiny Scaraborn. Da erkennt man auch ganz deutlich, wenn das so ein Herz am Rüssel hat, eine Herzform, ist das das Weibliche. Wenn das aber oben so auseinander geht und sieht aus wie ein T, was ist mit T, dann ist das ein männliches. Also das könnt ihr sehr gut abwägen, deswegen wollen die meisten auch ein männliches und ein weibliches Shiny haben. Shenaya auch hier, Palkia Shiny direkt mitgenommen. Dann Chevy läuft, der hat nämlich 2 Shinies direkt hintereinander bekommen. 27 und 32, werden sogar besser. 2 Raids gemacht, 2 Shinies. Hannes, ganz herzlichen Dank an Ramon für das Palkia. Der ist nämlich jetzt in meiner WhatsApp-Gruppe mit drin, wo ich hier vor Ort immer meinen täglichen Raid-Pass wegmache an der Arena. Und nehme den Hannes da öfters mal mit und die Shenaya und den Henry Niki und sonst was. Also die Leute, die schlau sind und da reinkommen, die können jeden Tag mit mir einen Raid machen. Außer wenn es zu viele sind, dann geht das wieder nicht. Ich kann dir nur 5 einladen.
100% Palkia auf jeden Fall mitgenommen, habe auch eins hier, Shenaya auch ein 100er mitgenommen, nach ganz wenig Raids, mega geil, Polo hier, shiny Zwirrlicht, da steht's endlich, Melö, Scaraborn, shiny Daniel Love mit der Schilling, shiny Taubsi, NS, unser Natursekt, shiny Charmian, shiny Pikachu, Ivanovic, Dominik, danke für die Raids für Zuschauer. Obwohl wir gesperrt sind, haben wir am Wochenende auf Twitch, leider Gottes, auf Twitch Raids für Zuschauer mit Palkia gemacht und da hat er Drachek hier ein 98er Shiny Palkia gezogen. Dann für alle, die kein Shiny Scaraborn bekommen, ihr könnt euch auch ganz einfach selber eins basteln. Mal das ein bisschen an, sieht man kaum einen Unterschied. Jojo hat auch hier Shiny Kangama gesucht, hat aber ein 100er Kangama gefunden, auch nicht schlecht. Kriegt ja auch eine Mega-Entwicklung. Bobserob, Scaraborn, Shiny mitgenommen. Bobserob, 100er Palkia mitgenommen, Straufheim. Pfeffi, danke Hannes, genau das Richtige gezogen. Seitdem der Hannes und Shenaya da drin sind, leisten die viel dazu, dass die Leute aus Hibu, die gerade aktiv noch am Raiden sind, oft eingeladen werden und eben auf Shiny-Suche gehen können. Also Ehrenbruder-Basis-mäßig, Kuss geht raus an Shenaya und Hannes, dass sie da die Leute so gut unterstützen. Der RWE-Brian hier, ein Shiny-Funifras mitgenommen. Hannes, jetzt hat er auch ein 100er bekommen. Das ist übrigens jetzt das Männliche, sieht man ja an dem T. Wenn es ein T sein soll. Kokowai for free. War einfach nur der tägliche Raid Pass. Auch 100er gezogen. Henry Niki. Shiny rausgezogen. Dann Küken. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein, oder? Was sagt ihr? Viele wollen das Shiny. Viele wollen 100er. Dann gibt es welche, die kriegen ein 100er Shiny Glücks. Scaraborn und auch noch männlich. Was will man mehr? Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Zieht man natürlich hoch. Ist ja günstig. Macht man dann zur Mega-Entwicklung. Dann habt ihr ein extrem, also das Glück sieht man ja nicht mehr, trotzdem ist es günstig natürlich zum Hochziehen. Das ist auf jeden Fall fett, das ist der Schocker der Woche. Nein, natürlich nicht. Schocker der Woche ist trotzdem was ganz anderes. Horst of Death ja auch so süß, zeigt uns das, ist auch sehr stark von der Farbe her. K-Joker hat sogar Wetten abgeschlossen. Derjenige, durch dessen Einladung er das Shiny bekommt, kriegt 5 Euro von ihm. Hannes hat gesagt, okay, du hast durch mich bekommen, aber gebt die 5 Euro dem Ramses, zack, fertig. Hannes auch richtig gut drauf, sage ich mal. Okay, Joker hat mir dann eine Google Play Card gegeben. Und ja, ich habe die auch vermittelt, ne, das war alles mein Verdienst. Dann Anubis Plays hier, Shiny Krypto Sneeble, ein wildes Glurak mitgenommen, sieht auch gut aus. Ein Shiny Palkia mit silberner Sananabeere. Dann Selal, eigentlich müsste das heute die Selal Edition sein, der hat mir bestimmt 40 Bilder geschickt. Ich konnte sie nicht alle mit reinnehmen. Selal Edition, ne? Werde ich, glaube ich, so oben reinschreiben, wenn ich es nicht vergesse. Das Erste, was ich tue, wenn ich zur Arbeit komme, ist mich verstecken. Ein guter Arbeiter ist schwer zu finden. Versteht ihr? So, richtig genial. Jetzt neu die 5 Liter Cola. Und wer da genau hinguckt, sieht, das ist doch gar keine Cola, das ist ein... Hey, wenn man es rumdreht, ein Hund. Es sieht aber sehr glaubwürdig aus mit diesem, mit dieser Bauchbinde und dem Stöpsel auf dem Kopf. Übelst süß, aber das seht ihr, was passiert, wenn ihr zu viel Cola trinkt. Dann hat er hier 100er Igamaru mitgenommen, Shiny Vivian, Shiny Radfratz, Alola, Shiny Pipi, Shiny Zwirlich, Shiny Bibitza, Shiny Pikachu, erlöstes 100er Seemops. Meine Katze hat Angst vor Mandarinen. Ich habe dieses Jahr ein Kraftfeld erstellt, um den Weihnachtsbaum zu schützen. Da liegen halt einfach drei schöne Mandarinen um den Baum herum. Schon kann die Katze nicht mehr hin. Ist das nicht genial? Pokémon Go Starter Pack fand ich auch sehr gut. Ihr kennt ja diese Bilder alle im Internet. Starter Pack, was man alles braucht. Und hier natürlich Handy, Powerbank, gute Laufschuhe und dann... Die Leute gucken eh nicht hin, wo sie langlaufen, was sie machen und so passiert's dann. Geht los, Pokémon, zack und dann vorbei. Selal hier immer noch 100er. Somniam, Shiny Taubsi, Shiny Zwirlich das Zweite. Gerade mal, welcher Hund lieber Einzelkind wäre. Alle freuen sich, alle hängen da, alle haben die Zunge raus und hinten so. Das ist auf jeden Fall, das kann ich, nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Mir wäre es gern andersrum wieder. Selal hier, nochmal Shiny Pipi, Shiny Zwirlicht, Shiny Mogelbaum, Relaxo Wild mit 2,8 Wetterboost, heftig, Gengar Wild mit 2,4, heftig, er hat noch ein anderes Gengar gehabt, das war aber voll schwach, deswegen habe ich das noch mit reingenommen. Shiny Schallquab, auch eins der neuesten Shinies, die es dann gab. Dann Selal nochmal, ich bin erkältet, trink Milch mit Honig, das hilft, ich bin Veganer, und dann stirbst du halt.
Unser Chuck Norris, wir kennen ihn. Arceus is among us. Ja, also wenn das wirklich so eine Krücke ist, kann das was. Ja, das ist das heftigste Pokémon überhaupt. Guck's dir doch an, ich sehe schon. Dann Kuslinchen, mein zweiter, eigentlich ganz passabel. Nochmal Shiny Dialga reingeschickt. Das war gerade im Übergang so. Fünks, 100er mitgenommen bei Kuslinchen. 100er Scobble, Shiny Stolunior. Endlich nach 53 Raids, Shiny Scaraborn. Shiny Palkia, schreibt doch immer Kuselinchen auf die Bilder. Zwei Nullnummern waren auch dabei. Zwillicht Schalellos als 0%ige Navitaub. Der flatterte mir gerade eben vor die Nase, auch noch mitgenommen als 100er. Shinaya, Shiny Pipi, Shiny Glurak. Aus einem Mega Raid. Wild. Entwickelt und dann in den Fangbildschirm geworfen. Also das letzte halte ich für ein Gerücht. Gestern hat sie gesagt, sie hat eine Platin-Medaille bekommen. Jetzt wissen wir auch welche. Lande 500 Mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-Erfolge. Da bin ich noch weit von entfernt, denn ich mache ja immer nur 5er-Raids mit möglichst vielen Accounts, auch von mir selber. Und irgendwie greifen die immer die Belohnungen ab und ich nicht. Wenn man natürlich kleine Lobbys hat oder nur 1er- und 3er-Raids macht, die man solo macht, dann landet man sowieso drauf als Meisterschaden oder sonst was, also kann man gut pushen, ja, wenn man in kleinen Gruppen unterwegs ist. Heiko, Shiny Weilmar, Shiny Zwirrlicht, Shiny Scaraborn, Shiny Kangama, hat also alles mitgenommen. Oh mein Gott, seht ihr die WP? Das ist immer noch Heiko, ich sag gerade, er hat alles mitgenommen, ja. Shiny Scaraborn, Shiny Kangama, Shiny Palkia, aber seht ihr die WP? Es guckt verschlagen nach rechts, es dreht sich verschlagen nach links. Erster Ball drin, ich schwöre. Und dann zack, 100% Shiny Palkia beim Heiko in Suhl. Wo wir mal ins Kino gehen in Suhl, fängt der die 100% Shiny Palkias. Stellt euch das mal vor. Und dann hat er noch ein 100er Kangama mitgenommen. Das ist auf jeden Fall krass. Eigentlich müsste das der Schocker der Woche sein. Aber ihr wisst, der Schocker der Woche ist eine einmalige Sache. Und wie kann es denn Schocker der Woche sein, wenn, jetzt muss ich kurz überspringen, Yoda Master auch einfach ein Shiny 100er Palkia gezogen hat. In München, Bayern. Von München bis nach Suhl. Yeah. Zwischendurch haben wir natürlich noch den Drachek Pärchen wieder zusammen nach dem Tausch mit dir. Der hat mir nämlich netterweise ein männliches Scaraborn gegeben, nachdem ich ein weibliches Shiny hatte. Hat er mir ein männliches noch gegeben, hat auch ein Shiny von mir bekommen, was auch so eine ähnliche Farbe hat. Ihr könnt ja mal raten, was es für eins war. Was hat so eine ähnliche Farbe wie Scaraborn und ist Shiny, wo ihm noch was gefehlt hat. Und hat kurz danach trotzdem wieder ein männliches Shiny bekommen, also ihm fehlt da nichts. Es ist wunderbar, danke nochmal für den Trade. So musste ich auf den kleinen Accounts nicht so viel raiden. Kann mir das aufheben für Teil 3 von dem Hyperbonus. Yoda Master hat mir eben gezeigt, 100% Shiny Palkia, also ein Shundo, ne? Kein Hundo, ein Shundo. Biala, 100% Scaraborn. Paula liebt Twitch, hat sie gesagt, weil du da das Fenster klein machen kannst beim Streamen. Kannst in der App rumwühlen und kriegst trotzdem alles mit vom Stream. Anders als bei YouTube, wo du dann immer YouTube verlassen musst, die App starten musst, alles verpasst. Aber YouTube kann das auch. Wenn du YouTube Premium Nutzer bist, kann man das Fenster auch klein machen und über andere Apps einblenden. Also ist nicht so, dass das nur bei Twitch so ist. Aber bei Twitch ist es halt kostenlos, ist ja auch eine reine Streaming-Plattform. Hat schon Vorteile, trotzdem freue ich mich darauf, wieder auf YouTube zurück zu sein. Auch Thorsten hier mit einem 100er Palkia, Burkhardt, Shiny Bronze, BAM! Get my game, Nuller Meltan, ist bestimmt selten, würde ich direkt wegschicken. Dann Sinan hier, 100% Tauboss, Nick, 100% Dialga, was caught in irgendwas, in Neuseeland wahrscheinlich. Gregor, Shiny Formio, 100% Schalellos zum ersten, zum zweiten und zum Shiny dritten Palkia hier noch hinterher. Shiny Absol, 96% Lennart, wieder mal wildes Sumpex. Benjamin Engel, der versucht ja auch immer möglichst alle Dreier solo zu raiden und die Fünfer mit so wenig wie möglich. Jetzt haben sie hier ein Trio gemacht gegen Palkia, was Draco Meteor hatte, haben sie gemeistert mit 27 Sekunden Restzeit. Das ist auch ein starkes Stück, habt ihr das schon mal probiert? Später wurde er dann auch mit einem Shiny belohnt noch aus Saida, Sachsen. Karin Suhl aus einer
Fernrate-Einladung 100% Palcha bekommen. Es tut so weh beim Sprechen. Nein, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Und dann hier der Natursekt schon wieder. Erstes Palcha, dann direkt chillen und nein, das ist nicht aus einem Raid. Schon dann aus der GBL für Read am Mittwoch. Also Natursekt, ein Eel hier auch. Shiny Palcha plus Shiny Alola Kleinstein. Auch noch was für Riata Mittwoch. Liebes Grüße. Der Nartu, ach, lass mal das einfach tun. Endlich habe ich diese Medaille auch auf Gold. Boba Mo. Congratulations, you earned a medal. Experienced 1 million App Crashes. Also 1 Million Mal hat sich die App aufgehangen. Dafür die Goldmedaille. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Zeigt uns hier auch nochmal, wie Niantic sich richtig dafür feiert, dass es die den erhöhten Radius für Pokestops und Arenen wieder weggemacht hat. Obamo außerdem hier ein Shiny Bieber am Start und dann einfach einen ganzen Sack voll Shiny Kangama. Was war da denn los? Geradet und getauscht, hat er geschrieben. So. Brady Ständer hier, 100er Visor, 100er Serpi, Feucht Pet Shop Boy, Shiny Scaraborn. Dann sind wir schon durch, oder? Das heißt, wir haben jetzt noch den Schocker der Woche. Und da war eigentlich der Satz zu Ende. Wir haben also noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, jetzt haltet euch fest, Marco Schüppi. Schlüpfi? Schlüpper? Schlüpfer? Schlüppi? Schüppi. Das ist Marco FedEx auf jeden Fall, wer den nicht kennt. Marco FedEx ist auch einer der krassesten Spieler. Ich freue mich jedes Mal in der Raid Mania, wenn ich eine Einladung von Marco FedEx sehe. Heute Abend ist auch wieder Raid Mania. Mal gucken, ob er da wieder durchkommt. Und er schreibt hier hintereinander. Und jetzt könnt ihr sehen, hintereinander. 100% Palcha am 8.8. Dübendorf, Zürich, Schweiz. Dann seht ihr hier das. Ja, das ist ja dasselbe. Erstens steht hier Zürich, Zürich, Schweiz. Zweitens hat das ganz andere Kilogramm, ne? 387, 370, hier hinten 44 Meter, hier 7 Meter, 752 Bonbons, 752 Bonbons. Gut. Ja, das hat er natürlich beide erst gefangen und dann abgescreen. Also ihr seht das hier auch nochmal. 14,29, das 100er gefangen. 14,7, auch das 100er gefangen. 200er direkt nacheinander. Und insgesamt auch schon 6 Shiny Palkia. Ich habe bisher nur 1. 3 Shiny Scaraborn habe ich männlich und weiblich jetzt. Und 3 Kangama, wo ich jetzt gar keins habe, weil ich das von damals noch hatte und deswegen jetzt gar nichts gemacht habe. Aber das finde ich auf jeden Fall eine mega fette Ausbeute. 3 Kangama, 3 Scaraborn, 6 Palkia, 200er jetzt schon in der kurzen Zeit und noch ein 100er Scaraborn hinterher. Der Tropfen auf den heißen Stein. Liebefeld, Bern, Schweiz. Das war der Schocker der Woche. Marco FedEx hat hier wieder mal fett abgeräumt. Trotzdem danke auch an Küken für das heftige Lucky Shiny 100. Für das Schlundo, ja. Hundo, Schundo, Schlundo. Das wird immer komplizierter, ihr seht das schon. Heute Abend ist auf jeden Fall wieder die Raid Mania mit Palcha. Da werde ich noch ein paar XL-Bonbons sammeln. Ich habe ja mein 100er auch schon. Nach ca. 23 Raids. Und gucken, ob noch ein paar Shinies reinkommen oder noch ein 100er. Muss ich wieder auf Twitch streamen. Werde es aber runterladen und nachträglich auch auf YouTube stellen, sobald YouTube wieder frei ist, dass euch nichts entgeht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.